Hi! Hallo, ihr Lieben! Willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder einen Taste-Test. Und zwar haben wir uns heute für einen Taste-Test von Alnatura entschieden. Und wir haben übrigens hier ein kleines Würmchen, ein kleines Baby neben uns. Also falls es ein paar Geräusche gibt. Genau, sie chillt noch ganz seelenruhig hier. Aber wenn wir mal kurz unterbrechen müssen, dann wisst ihr Bescheid. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal, oder? Ja. Oh mein Gott, wir haben so viele leckere Sachen. Ja, wir haben richtig viel mitgenommen. Gell, sind einige Sachen, die... Wissen wir aber noch nicht, ob die lecker sind. Ah, ich gehe davon aus. Aber mal sehen. Das wissen wir noch nicht. Ich würde sagen, sollen wir mit den salzigen Sachen mal starten? Okay, ja, hast du hier schon die eins gegrabt. Rice Chips salted. Habe ich noch nie gegessen. Kannte ich auch irgendwie gar nicht. Braunes Reismehl, Sonnenblumenöl und Salz. Ja, perfekt. Cool. Wissen wir auch direkt mal. Ah, wollte ich mir geben. So schauen die aus. Die schmecken wie diese japanischen Snacks, weißt du welche, die so in Sojasauce eingetunkt sind. Nein. Mhm. Ich finde, schmecken echt gut. Mhm. Also ich fände sie noch lecker, wenn man die irgendwie so in was dippen würde. Mhm. So Hummus oder so. Aber sehr crunchy. Ja, schmecken echt super. Mhm. Und nicht so plain wie jetzt nur Rice Crackers. Mhm. Weil ich finde Rice Crackers, also so, die sind mir zu plain nur so. Nicht zu salzig. Mhm. Einfach lecker. Nochmal geben? So für so einen salty Snack würde ich sagen 9, oder? 8, 9? Mhm, ja, so eine 10 würde ich nicht geben, weil ich glaube, so krass sind die nicht. Ich würde, glaube ich, eine 8 geben, weil ich finde, man muss schon noch irgendwas dazu. Mhm. Aber ich finde es halt auch mega, weil nur 3 Zutaten drinnen sind. Ja. Alrighty. Jetzt sind wir bei Rice Crackers. Das ist, was ich meinte. So, die sind ja ganz lecker. Aber sind das Rice Crackers? So Rice Chips. Ja, weil die ist ja auch... Schauen wir mal rein. Vollkornreis, mediterrane Gewürze und Salz. Ja, okay. Ist ja wahrscheinlich eher so Rice Crackers. Hey. Lecker, aber das ist wirklich... Also mit den Gewürzen ist gut. Ja, nichts Besonderes. Man braucht was dazu, finde ich. Ja, finde ich auch. Also schon gut. Und ich mag halt gerne, wenn so irgendwie so diese Texture, weißt du, wenn es so crunchy ist. Mhm, so. Und das ist so... Und ich finde fast, wenn du was drauf machst, sind sie schon fast wieder zu klein. Weil wenn du eine Meisterflasche hast oder Brot, kannst du beschmieren. Die sind schon fast wieder zu klein. Was ich schon lecker finde, ist, dass die Gewürze, das Gewürze drin hat. Das stimmt. Also, aber ich finde schon fast sehr intensiv, die Gewürze. Ja, also schmeckt stark nach Rosmarin. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich würde so eine 5 geben. Ja, ich auch. Ah, Zwiebelcracker. Oh. Glutenfreier Zwiebelcracker von Alnavit. Da sind Sonnenblumenkerne, Kartoffelstärke, Kürbiskerne, Buchweizenmehl, Goldleitsamen, Chiasamen, Zwiebelpulver, Apfelfaser, Meersalz. Also da bin ich gespannt, weil also vom Namen sprechen sie mich jetzt nicht an. Also die riechen wie irgendwie so Hasenfutter. Nein. Doch, riech mal. Riechen komisch. Riecht wie so ein Stück Wiese. Oh. Oh. Nee, also sorry. Schmeckt gerne nach Zwiebeln, ja? Nee. Nee, auch nicht meins. Boah. Nee, also, sorry, Zwiebelcracker wortwörtlich. Also, alle, die mega obsessed sind mit Zwiebeln, here you go. Aber das ist mir echt zu gesund, das Zeug. Nee, das also ist da zu getrocknet. Das gebe ich so eine 2. Nee. Also, du wirst nicht nochmal kaufen. Nee. Also, wir haben hier einmal so verschiedene getrocknete Sachen. Ja, wollen wir damit machen? Okay, kenne ich jetzt auch noch nicht. Crunchy Apples von Dörberg. Ich bin gespannt, sind wahrscheinlich einfach getrocknete Äpfel, oder? Ja, 100% getrocknete Apfel. Luftgetrocknet. Also ich muss sagen, sowas ist eigentlich nicht der typische Snack, den ich mir jetzt hole. Oh, sorry. So schauen sie aus. Ja, sind einfach, also einfach so ein Standard getrockneter Apfel. Ja, also lecker, aber ist nichts Besonderes, oder? Die Konsistenz ist so... Einerseits knusprig, aber andererseits auch weich. So ein Mix aus beiden, das gefällt mir nicht so. Ich finde, es muss entweder knusprig sein oder weich. Weißt du, wie ich meine? Ja, obwohl ich sagen muss, ich finde die Konsistenz gar nicht so schlecht. Ich muss den Zwiebelgeschmack erstmal wieder wegkriegen. Weil du beißt drauf und denkst erst so, oh, voll crunchy. Und dann, wenn du weiter isst, dann ist es so voll... Hey. Die ist sehr entspannt. Sie macht nur Geräusche, damit sie nicht vergessen wird. Aber die macht immer Geräusche. Hallo, ich bin auch da. Ist okay, einfach nur getrockneter Apfel. Ja,
Also, braucht man jetzt auch nicht nochmal. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Ich würde so eine 5 geben. Ja, ich auch. Also, kann man essen, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, brauche ich nochmal. Von Puffins, das sind Mango getrocknet. Mhm. Die hatte ich ehrlich gesagt schon mal, deswegen, also ist ewig her, dass ich sie probiert habe, aber ich fand die damals sehr lecker. Und ich würde sagen, wir testen auch nochmal. Ja, weil die waren nicht so wie typische getrocknete Mango, sondern eher so ein bisschen knuspriger. Also man merkt schon, dass sie nicht so wie die typischen getrocknete Mango, die ist ja so richtig Also die ist so dick, klebrig und die sind eher so, ja, sie sind so aufgeplustert. Finde ich richtig gut. Finde ich auch richtig gut. Und das ist das, was ich meine, dass ich gern bei so Snacks sowas Crunchies habe. Mhm. Mag ich auch gerne. Probier doch mal. Was wollen wir da für eine Punktzahl geben? Okay, jetzt müssen wir mal kurz unterbrechen. Okay, weiter geht's. Kurze Unterbrechung, aber sie bestimmt. So, wir probieren jetzt die White Mulberries, also das sind Maulbeeren. Und Maulbeeren, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte die ganz lange. Die sind auch ja so nicht. Richtig sauer, gell? Findest du? Ich finde die eigentlich richtig süß. Ich habe die das erste Mal gegessen, da war ich im Türkei-Urlaub, glaube ich. Die schmeckt mir nicht. Was? Nee, weil die sind, also von der Textur voll. Aber die sind so süß. Aha. Ich mag dich gern, wenn die so sauer sind. Nein. So eine Kombi. Ich mag die. Ich finde die richtig lecker. Mhm. Also ich finde die richtig. Also ich finde leider blöd, dass die komplett zerbröselt sind. Ich weiß nicht, das seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht. Also das sind eigentlich nur noch einzelne Maulbeeren drin. Und sonst ist alles zerbröselt. Das ist ein bisschen schade. Ich bin wieder bei Team Mango. Ich finde die besser. Was geben wir da für eine Bewertung? Die schmecken mir einfach von der Textur voll und ich kann es mir vorstellen, dass sie im Müsli voll lecker sind, aber ich mag nicht, wenn es so, ich mag, wenn es so sauer ist. Mach mir das morgen richtig. Aber schau mal, die sind halt von voll zerbröselt. Halt also dafür finde ich es dann wieder teuer, wenn es alles nur zerbröselt ist. Aber dann würde ich so eine 7 geben. So, weiter geht's mit den Keksen. Wir haben hier einmal diese Mandelkekse von Alnavit. Das sind Mandel-Kokos-Cookies und die sind eben aus glutenfreiem Mehl, Kokosblütenzucker, Mandeln, Haferflocken. Hey, ich kenne davon schon die Sorte mit Schoko. Oh, die Sorte habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich bin ja ein bisschen picky, was Kekse angeht, weil eigentlich mag ich nur so die, die innen so gooey sind. Ah, aber die sind... Und die sich so... Kennt ihr so, das sind so kleine Mini-Kekse. Kennt ihr die Kekse, die so bendable sind? Also die man so... Ah, ich mag schon, wenn die knusprig sind. Ja, für mein Kind würde ich die jetzt... Ich finde die mega. Und finde ich wahrscheinlich zu hart. Ja, wenn die so 3 sind, kannst du Milch. Du könntest einen Cappuccino machen und dann die reintun. Das finde ich eine gute Idee. Hast du nicht einen Cappuccino irgendwo hier stehen? Schon leer. Boah, ich finde die mega. Doch, stimmt, hast recht. Sind echt lecker. Ich finde die echt mega. Muss ich sagen, gebe ich eine 10 von 10. 9. Nee, schmecken wie in Italien so. Ja, so nicht wie so Cantuccini, aber schon, also ich... Aber wie so ein Keks, den man bekommt neben dem Kaffee. Ja, ich habe früher immer solche gegessen, die hießen Pandestelle in Italien und sie erinnern mich sehr stark daran. Die habe ich geliebt. Wie viel Gluten hast du hier gegessen? Ja, als ich ein Kind war. Du hast Gluten mal gegessen. Was traust du dir auf Videos da draußen zu sagen? Ich war ein Kind, da habe ich noch vertragen. Und, boah, so. Also das hätte ich nicht von dir getan. Nächster. Die macht offensichtlich Witze. Nächster ist dieser von Cookie Cat. Den kenne ich tatsächlich schon. Aber ich dachte, ich nehme ihn jetzt trotzdem nochmal mit. Ich kenne ihn auch schon. Weil ich finde, das ist eine coole Alternative. Und es waren jetzt irgendwie eigentlich so die zwei einzigen Keksorten, die ich da jetzt gefunden habe, wo ich sage, die sind ohne irgendwelchen... Weil die sind viel weicher. Also so, die sind viel weicher von der Textur her. Also nicht so knusprig wie die anderen. Mhm. Und haben so Schokochips drin. Und ganz viel Kokos. Raspeln. Mega lecker. Schmeckt gut. Ich finde ehrlich gesagt, ich mag knusprig lieber. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch begeistert von denen. Also den würde ich schon eine 9 geben. Eine 8, oder? Eine 8. Dann sagen wir eine 8. Mhm. Ich würde sagen, jetzt gehen wir so an das Riegelregal. Mhm. Und da gab es eigentlich noch einen Snack. Oh, wo ist denn? Ich glaube, da hatte jemand zu viel Hunger, Lust, was auch immer. Pralini sind leider
nicht genau vorhanden hier im Haus. Wir haben jetzt hier mal verschiedene Sachen mitgenommen. Natürlich ein Mini-Spice. Den brauchen wir eigentlich nicht probieren, oder? Dann wissen wir, wie er schmeckt. Doch, doch, das wird immer schon. Okay, müssen wir doch probieren. Mm. Ja, für alle, die nicht wissen, wie ein Lini-Spice-Riegel ausschaut. So schaut das Ganze aus von innen. Ich muss natürlich jetzt auch nochmal testen, weil ich habe schon lange nicht mehr getestet. So seit gestern nicht mehr getestet. Sorry, einfach mehr. Ja. Kann ich auch leider einfach nicht anders sagen. Wäre auch traurig, wenn ich sie schlecht finden würde, wenn ich Pepsi entwickelt. Ich finde es auch doof, weil dann hätte ich nicht immer was zu snacken hier. 10 von 10. Mhm. Aber ey. Dann gab es diese typischen Rohkostriegel, aber ehrlich gesagt dachte ich mir, das spare ich mir, weil wir wissen beide, wie die schmecken. Wir mögen die beide nicht besonders gerne. Deswegen dachte ich mir, es macht jetzt keinen Sinn. Haben wir jetzt schon in einigen Tastes auch immer wieder solche Riegel getestet. Immer wieder die gleiche Bewertung. Aber wir haben jetzt mal diesen... da bin ich echt gespannt. Genau, da bin ich auch gespannt. Wir haben diesen Proteinriegel hier. Ich habe den davor auch noch nie gesehen. Datteln, Erdnussbutter, Reisprotein, Schokochips, auch mit Kokosblütenzucker, Kokosblütennektar und... okay, Kurkuma. Kurkuma. Ja. Sieht das Ganze aus. Das ist schon ein Stück. Normalerweise sind ja Proteinriegel auch immer voller irgendwelcher Mist. Sachen. Also ich muss sagen, mir ist es zu peanutty. Aber ich mag Peanut nicht so gern. Ich finde der Textur lecker. Vom Geschmack auch lecker, nur halt super Also es schmeckt total stark nach Erdnuss. Mhm. Also so richtig Erdnuss. Findest du ein bisschen trocken? Ja. Aber die Schokostücke machen es dann immer wieder ein bisschen aus. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich würde so eine 7 geben. Ich auch. Proteinriegel, weil es gibt echt viel Scheiß. Also ich kenne keinen einzigen Proteinriegel, der nicht Trash irgendwie drinnen hat. Und ich kriege von also diesem ganzen Proteinzeug auch voll die Bauchprobleme. Ja, wenn es halt Whey oder so ist. Ja, also das vertrage ich ja gar nicht. Deswegen da sind auch nicht. Da sind nur Sachen drinnen, die okay sind. Also wo man oder halt da diese ganze Feuchtehaltmittel, dieses ganze Maltodextrin oder wie das heißt. Molke-Zeug. Boah, nee. Nee. Geht gar nicht. Nee. Also für einen clean Proteinriegel finde ich ihn echt ganz gut. Okay, und dann haben wir noch diesen hier mitgenommen. Den habe ich auch immer wieder gesehen. Der wurde irgendwie schon öfters auf Instagram gehypt. Oh, da bin ich jetzt echt gespannt. Bin ich auch gespannt. Der ist mit Pistazienfüllung. Habe ich jetzt auch noch nie probiert, weil ich finde, Pistazie ist eigentlich so eine Nuss. Die esse ich nicht so oft. Ich auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und vor allem, ich bin gespannt, weil ich bin sehr kritisch, was diese Bällchen angeht. Ja. Also hätte auch. Also es ist mehr Verpackung als eigentlich was drinnen ist. Also das ist der Ball. Und das ist die Verpackung. Und das ist die Verpackung. Das ist aber gut, das könnte sich auch sparen. Der ist ja richtig gooey. Das schmeckt mir nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also die Füllung ist nicht so creamy. Ich dachte, das ist irgendwie... Und sehr, sehr wenig Füllung. Also ich dachte irgendwie, da ist mehr Füllung drin. Nee, es ist mir zu hart. Also das ist so richtig hart, der Ball. Der Ball klebt zwischen den Zähnen. Nee, also... Und ist mir zu... Einfach zu viel Datteln. Nee, das schmeckt mir überhaupt nicht. Das ist auch nicht meins. Wundert mich, weil es wird so gehypt immer. Und so stark nach Pistazien. Finde ich nicht mal. Ich schmecke nur das Äußere. Gibt's heute zum Nachtisch. Eine 3. Wir kriegen heute Gäste und dann legen wir das zum Nachtisch. Meine Familie kommt heute und die kriegen das zum Nachtisch. Super, danke. Natürlich nicht. Okay, jetzt haben wir noch Schokolade. Und zwar haben wir da diese 3 verschiedenen Sorten, weil die alle mit Kokosblütenzucker sind. Und ich muss sagen, diese hier habe ich schon angebrochen, deswegen. Und diese hier die schon. Ist so lecker. Und diese hier kennen wir noch nicht. Also, ich würde sagen, wir starten mit der. Wie gesagt, ich habe da schon vielleicht ein Stück ausgegessen. Das sieht eher nach 4 Stücken aus. Darf man Schokolade essen, wenn man stillt? Okay, jetzt bin ich so schon zu spät. Boah, die ist mit so bitter, die schmeckt dir. Ich mag die Salznote. Boah, nee. Also die ist sehr bitter, 72%. Boah, aber die schmeckt viel stärker als 72%. Ich hätte gedacht, die hat so 89%. Das stimmt, so schmeckt sie. Mit einer Salznote. Also, ich finde sie ganz gut. Nee, mir schmeckt sie überhaupt nicht. Ist sehr bitter, aber es ist jetzt nicht so eine Schokolade. Ich finde halt, ich esse ein Stück und dann bin ich gesättigt. Also dann reicht es mir. Weißt du, wie ich meine? Ich brauche davon nicht die ganze Tafel Schokolade. Deswegen mag ich sie ganz gerne. Nee. Okay, ich würde... Nee, also ich wäre nämlich jetzt nicht gesättigt. Also das würde ich würde so eine 6 geben. Nee, also bei mir hat die eine 2. Okay. Wir treffen also wir uns in der Mitte. Es ist einfach sehr, 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 sehr bitter. Sehr bitter, ja. Next one. Die
ist zum Reinlegen. So lecker. Die ist wirklich gut. Aber man muss Kokos mögen, weil sie schmeckt sehr nach Kokos. Also wir lieben ja Kokos. Ja. Und dann mag man, oder dann schmeckt die sehr gut. Die ist auch mit Kokos. Und die hat auch so crunchy. Schaut mal. Genau, die ist mit Kokoschips und auch mit Kokosmus und Kokosmehl. Das heißt, man muss Kokos wirklich mögen. Also da könnte ich mich reinlegen. Und die zergeht wirklich auf der Zunge. Ja, die ist so richtig creamy. Mhm. Mhm. Ja. Boah. Die ist wirklich gut. Immer wieder. Ja, kann man sehr empfehlen. Also bei Alnatura, man eher... Schmeckt wie so eine Vollmilchschokolade, finde ich. Ich mach die, benutze die auch oft zum Backen. Irgendwie so, wenn ich irgendwie was mit Schoko bestreiche. So. Und zu guter Letzt testen wir noch diese hier von Love Shock. Das ist eine Marke, die gibt es schon ewig bei Alnatura. Ja. Also die habe ich schon früher mal gekauft, als es noch irgendwie gar keine Lini-Spice gab. Und habe die auch schon ganz lange. Aber die kenne ich noch nicht. Ich glaube, das ist auch eine neue Sorte. Hier steht auch neue Rezeptur. Kokos-Kakao-Nip. Also auch wieder mit Kokos. Ein paar Sorten, die schmecken mir halt gar nicht. Ich weiß auch, eine musste ich echt mal ausspucken, weil ich die so schlimm fand. Und das passiert mir wirklich selten. Das ist mit Kakaobutter, Kokosblütennektar, Kokos und Reistrinkpulver. Was ich bei denen wirklich sehr süß finde, die Verpackung. Ja. Und ich liebe, dass die Affirmationen immer drin haben. Da ist immer ein Spruch drin. Das ist hier steht drauf, ich verdiene das beste Essen überhaupt. Ja, es ist süß. Stimmt. Es ist wirklich süß. Also das, und steht in jeder Schokolade drin, so eine Affirmation. Finde ich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und dann auch vom Design her hier drinnen. Ist echt immer schön. So schaut das Ganze. Ja. Schmeckt mir mittlerweile auch nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Bröselig. Bröselig und so, ja, von der Konsistenz irgendwie. Mhm. Mhm. Also wenn man die jetzt beide vergleicht, das sind Welten. Und die sind von der Zusammensetzung sehr ähnlich. Ja. Die ist mir zu bitter, ehrlich gesagt. Die ist dir noch bitter, nachdem du die gerade probiert hast. Ja, ich finde die schon sehr bitter. Die ist aber 10-mal bitterer. Nee, finde ich nicht. Geschmäcker sind unterschiedlich. Naja, also die würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Würde ich jetzt zum Beispiel so eine 3 geben. Eine 4. Okay, dann machen wir eine 3,5. Weil die hat ja eine 2 bei mir. Nein. Okay, aber ich glaube, wir haben hier echt einige Snacks, die wir auch absolut empfehlen können, die ihr bei Alnatura kaufen könnt. Wenn ihr irgendwie Snacks habt, die ihr bei Alnatura regelmäßig kauft oder gerne kauft, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Lasst uns wissen und lasst uns wissen, was wir als nächstes oder was du als nächstes machen. Wir. Was wir als nächstes testen sollen. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Wünsche. Also wir sind zu allem bereit. Schreibt uns gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.